Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Whiteheart-Stream, ne? Guten Abend oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr zuguckt. Ja, ich habe nach dem letzten Mal, wie versprochen, mir eine Feuerwaffe hier gemacht. Also sowohl eine Feuer- als auch eine Wasserwaffe. Ich habe mir auch einen Teil seiner Rüstung gegönnt von dem Penner, der uns beim letzten Mal so hart das Leben zur Hölle gemacht hat. Auf gut Deutsch. Ich zeige auch nochmal eben kurz. Ich habe sogar nochmal einen Talisman hier bekommen. Also da habe ich jetzt was neu. Ja, ich habe jetzt hier die Ninja-Ausrüstung. Abgesehen vom Hemd. Da habe ich das Teil an, weil mir das tatsächlich nicht besonders vibriert. Ich kriege die Fähigkeiten nur dann, wenn ich da unten in dem Pfad des Gleichgewichts ungefähr bei dem Teil bin. Und selbst wenn ich die ganze Ninja-Ausrüstung trage, kriege ich das nicht. Deswegen habe ich das hier an. Da kriege ich wenigstens 4 Fäden noch zusätzlich drauf. Und ein bisschen kann man da auf die Verteidigung dann pfeifen. Und wie ihr seht, ein Feuerschwert, ich habe ein Wasserschwert und ich habe ein Blattschwert. Und das wird hoffentlich gut laufen. Ich werde hoffentlich heute nicht wieder aus dem Leben genommen. Letztes Mal wurde ich wurde ja wirklich aus dem Leben geprügelt. Ja, heute müssen wir uns auf den Weg zum Harugasumi-Pfad machen. Harugasumi. Da müssen wir hin. Wir haben dann Job. Ich würde sagen, let's go. Hier ist auch nochmal ein Lavarücken, okay. Da will ich hin. Düsterschnabel rennt hier auch rum. Ich weiß nicht mal, was ein Düsterschnabel ist. Wir müssten eigentlich auch nochmal die Federkralle einmal bekämpfen und den Donnermarder, weil wir die beide noch nicht einmal gesehen haben. Ich würde sagen, wir machen erst einmal Story und danach machen wir einmal die Federkralle hier und den Donnermarder. Je nachdem, wie es zeitlich funktioniert. Im Übrigen, ihr habt jetzt nicht so extrem viel verpasst, dadurch, dass ich jetzt ein bisschen auch was offscreen mache. Es macht auch wesentlich mehr Sinn, die Viecher offscreen nochmal zu machen. Die Nebenquesten sind jetzt auch nicht der Rede wert, dass die irgendwie viel storytechnisch was beeinflussen. Also gut, lasst uns das neue Lager errichten. Das nördliche Hochland hinter der Kirschhöhle wäre der perfekte Ort dafür. Okay. Vorher? Das ist mir vorher nie so wirklich aufgefallen. Ein Moment. Diese Kugeln des Kimono, das ist mir halt wirklich nie so wirklich aufgefallen. Das ist genau das, was ich für meine Karakuris hier brauche, um die zu basteln. Die Drachenkiste hier, die Zutatenkiste hier, die will ich mir auf jeden Fall jetzt gönnen. Weil die kann ich sehr, sehr gut gebrauchen. Ich kann sie auch instant bauen. Ich würde sagen, wir stellen sie hier direkt auf. Da kann ich nämlich wenigstens meine ganze Nahrung auch mal lagern. Das werde ich auch nochmal beim Hauptzuhause machen, dass ich da wahrscheinlich sogar 3 hinstelle. Bei YouTube habe ich hier jetzt einen Zwischencut gemacht. Das, da sage ich nochmal, jemand war an der Tür und ich habe mich jetzt deswegen aufgeregt. Ich hasse es nämlich, wenn jemand während Aufnahmen und Streams bei mir einfach meint, in den Raum kommen zu müssen. Kann ich auch von dort aus das Dreck verputzen? Nee. Aber ich kann immer so machen. Ich futter mich einmal voll. Dem Buntschalenlachs. Ich weiß halt gar nicht, was mich jetzt überhaupt erwartet. Deswegen packe ich einfach mal rein. Dann habe ich nämlich auch ein freies Inventar. Und kann wesentlich mehr mitnehmen. So, ich müsste jetzt mal auf der Karte gucken, wo soll ich überhaupt hin? Da oben soll ich hin. Also einmal in komplett die entgegengesetzte Richtung. Am besten wir aktivieren das Ding da einmal, damit wir wissen, was für Kimonos hier rumrennen. Ich hätte wahrscheinlich sowieso ein neues Vieh jagen müssen.
So, nix in der Nähe. Ach, mir fällt ein. Ein Update hatte ich mir, glaube ich, noch gegönnt am Ende des letzten Streams. Beziehungsweise eventuell sogar offscreen. Ein Moment. Das war auch bei den Karakuris. Nee, nicht den heilenden Nebel. Auch nicht den Stampfer. Hier, die Jagdturm-Erweiterung hatte ich mir, glaube ich, gegönnt. Dass der einen größeren Erfassungsbereich hat. Da ist diese komische Zederngeiz und da hinten ist was weiß ich. Ach, das ist ein Lavarücken, was da ganz hinten ist. Oh nee, den Kampf mit dem will ich bloß nicht nochmal haben. Das Vieh zu bekämpfen ist anstrengend. Das Lager sollte hier irgendwo sein. Ja, das hat wahrscheinlich irgendwer verkloppt. Muss ich hier nochmal den Jagdturm bauen, oder wie? Ist ja ein schlechter Witz. Also los. Die Wehre ist damit. So, du mach dein Ding. In der Richtung. Ich lasse das Ding da einfach mal stehen. Ich habe den Szechuan-Pfeffer. Xhansch ist sehr stolz auf mich. Ich wollte gerade sagen, hier käme man doch bestimmt auch irgendwie leichter hoch. Ich vermute ein Kimono, so ein Tsukumo in der Nähe. Ich habe einen Kirschschweif-Marienkäfer gefunden. Ja, das ist wirklich ein schöner Platz für ein Lager. Komm mal her. Feines Tier. Da wären wir. Auf an die Arbeit. So, einen Brunnen bauen. Und du willst ja ein Jagdzelt unbedingt haben. Dann am besten aber in so einer Richtung. Sagt mir Bescheid, sobald ihr dort drüben fertig seid. So, was könnten wir hier denn noch brauchen? Also ein Jagdturm muss ich nicht bauen, der steht schon da unten. Eine Schmiede eventuell hier noch hinstellen. Sondern dann noch so eine Flugleine hier vorne hin. Ich baue es hier hin. Eventuell noch eine Feuerstelle. Also beide Versionen. Das Lagerfeuer und das Trockending. Und ich habe jetzt so eine Futterbox. Das will ich eigentlich auch so bei einem Lager stehen haben. Dann haben wir hier alles, was wir brauchen. Das Lager sieht nun recht gut aus. Vielleicht solltet ihr euch ausruhen? Nein, machen wir weiter. Alles klar. Aber sagt Bescheid, wenn ihr aufhören wollt. Ach, ich muss mich ausruhen, okay. Warte mal. Das da oben sieht jetzt wirklich so aus, als ob da so ein Vieh sitzen könnte.
Ich wusste es einfach. Ich kann diese Viecher mittlerweile lesen. Das ist ein schöner Schrein. Das lag. So, gute Idee. Wir können reden. Ihr seid von Westen her nach Minator gekommen, nicht wahr? Den Bergpfad entlang. Mhm. Ihr müsst also direkt am Fuß des Heiligen Berges entlang gelaufen sein. Heiliger Berg? Mhm. So nennen wir ihn. Aber die Bewohner von Minato wagen sich kaum mehr in diese Richtung. Wie die Seeleninsel war es wohl früher ein heiliger Ort für die alten Jäger. Aber ich habe noch nie von Siedlungen und Straßen in der Gegend gehört. Wahrscheinlich ist das Wetter dort einfach zu ungemütlich. Manchmal sieht man jedoch ganze Schwärme von Kucho an den Berghängen vorbeiflattern. Das klingt schön. Stimmt. Schön. Doch auf eine gewisse Weise unheimlich. Man nennt diese besondere Art der Kucho auch Ewigkeitsfalter. Wahrscheinlich, weil sie sich um Tote und Verwundete scharen. Um Gottes Willen, warum sind sie nicht um mich herum? Dass sich Menschen und Kemono nach ihrem Tod in Kucho verwandeln. Wie auch immer. Seid ihr bereit, euch wieder an die Arbeit zu machen? Lasst uns dieses Lager fertig aufbauen. Wollte gerade fragen, habe ich das nicht schon? Für heute können wir es dabei belassen, oder? Schon wieder eins? Diese Erdbeben häufen sich in letzter Zeit. Wir können das friedlich klären. Das Vieh kriegen wir eh nicht down. Standbild. Können wir uns darauf einigen, dass du friedlich bist? Ansonsten habe ich ein ernstes Problem. Ist das eingeschlafen? Vergiss es, das Ding kriege ich nicht down. Das wäre ungefähr so, wie wenn man bei Monster Hunter 4 oder bei Generations sich direkt an den Jean Moran wagen würde. Wenn man auf Level 1 ist. Absoluter Selbstmord. Wirklich? Interessant. Als würde sich ein Berg bewegen. Ich habe noch nie ein so großes und furchteinflößendes Kemono gesehen. In uralten Schriften steht geschrieben, ein gewaltiges Kemono zerriss das Land. Schloss, Stadt und Menschen. Alles wurde vom Fels verschlungen. Der Erdspalter. Wenn es sich dabei um dieselbe Kreatur handelt, würde es die zahlreichen Erdbeben in letzter Zeit erklären. Sogar das seltsame Verhalten der anderen Kemono könnte mit diesem Riesen zusammenhängen. Ich habe mein ganzes Leben in Minato verbracht und hatte keine Ahnung, dass hier solch ein Kemono lebt. Kemono verlassen ihr Territorium nur unter besonderen Umständen. Zudem zeigen sie sich uns nur selten. Vergesst nicht, alle Kemono, ob groß oder klein, ernähren sich von derselben Energie. Himmelsfäden. Da Himmelsfäden allgegenwärtig sind, müssen sie normalerweise nicht lange danach suchen. Aber warum hat dieses Kemono... Oh, gibt es vielleicht keine Himmelsfäden mehr in seinem Territorium? Ich bin zu demselben Schluss gekommen. Unser Riese ist hungrig, weil sich der Fluss der Himmelsfäden in seiner Umgebung verändert hat.
Wir haben unzählige Himmelsfäden in unsere Stadt geleitet, als wir die Karakuri auf der Seeleninsel reaktivierten. Anscheinend haben wir Minato damit leider ziemlich appetitlich gemacht. Wie schrecklich. Das bedeutet, dass das Kemono sein Territorium in diese Richtung ausweiten und uns verschlingen wird. Dem kann ich leider nicht widersprechen. Aber wir können nicht rückgängig machen, was wir getan haben. Nee, das Vieh lief doch auch schon vorher da oben. Ich hatte schon befürchtet, dass etwas schief gehen würde. Und das ist es natürlich. Hätte ich doch die möglichen Folgen sorgfältiger erwogen. Niemanden trifft eine Schuld. Keiner von uns hätte damit rechnen oder ahnen können, dass... Moment. Ihr seid diesem Bären schon einmal begegnet, nicht wahr? Als ihr über den Heiligen Berg nach Minato gekommen seid. Oh, dann stammt das Kemono aus dem Norden. Ihr sagt, dass es sich schon vor unserer Arbeit in den Ruinen auf den Weg gemacht hat. Wir haben keine Zeit, die Ursache zu erforschen. Wir müssen schnell entscheiden, wie wir vorgehen. Ja, aber wie? Nicht ernst, oder? Ich weiß, ihr seid ein außergewöhnlich guter Jäger. Aber kein Mensch kann sich diesem Biest alleine stellen. Selbst wenn die ganze Stadt mit anpacken würde, wären wir höchstens in der Lage, ihm eine Überraschung zu bereiten, bevor es... Nein, Tsuzura. Du bist es Minato schuldig, alles in Ordnung zu bringen. Denk nach. Wenn es dem Harugasumi-Pfad folgt, muss es durch den Fluss. Dort sollten wir Karakuri positionieren, um es zu besiegen, bevor es die Stadt erreicht. Ich denke, das ist unsere einzige Option. Das wird doch so in die Hose gehen. Die nötigen Vorbereitungen treffen. Ihr müsst uns etwas Zeit verschaffen. Ich fürchte, dass wir ohne Vorbereitungszeit verloren sind. Vielleicht könnte ich... Entschuldigt, ich muss etwas ausprobieren. Trefft mich später bei der Schmiede. Wir müssen alles tun, um diese Katastrophe zu verhindern. Die Stadt braucht eure Hilfe nun mehr denn je. Okay. Glaubt mir, ich tue schon alles, was ich kann. Aber wie soll ich denn so einen Riesenblatt kriegen? Der hat doch 100 pro mindestens 10-mal so viel Leben wie alle anderen zusammen. Ah, gut. Ihr seid... Verzeiht mir, dass ich während des Gesprächs einfach weggelaufen bin. Aber ich hatte einen Geistesblitz. Ich komme gleich auf den Punkt. Ich brauche Materialien von Kemono. Und zwar schnell. Ich habe die ein oder andere Idee ausprobiert, nachdem er die Karakuri wieder zum Laufen gebracht hat, wisst ihr? Und dabei habe ich eine Waffe entworfen, mit der wir diesen Riesen bezwingen könnten. Es ist ganz offensichtlich ein Kemono aus Stein, richtig? Sind euch die tiefen Risse auf seinem Körper aufgefallen? Mhm. Und das Kucho um diese Stellen herumflattern? So wie sie sich um die Körper verstorbener Kemono scharen. Oder ihre Wunden. Also wenn diese Risse Wunden sind... Dann könnten sie seine Schwachstellen sein. Meine neue Waffe könnte sie vom Boden aus treffen. Und deshalb brauche ich dringend diese Materialien. Ich brauche jede Menge Eisensand. Wir haben keine Zeit, ausreichend viel aus dem Boden zu graben. Aber ich erinnere mich daran, dass Nobu einst von einem Kemono sprach, das Eisensand verstreut. Es tut mir leid, dass ich euch erneut um einen Gefallen bitten muss, aber würdet ihr helfen? Logo. Wenn wir nicht mehr in Minato leben können, wohin? Versteht sich doch von selber. Ich kann sonst nirgendwo hin. Mir fällt mal auf, was man hier mal machen könnte. Ihr schnell reist nach drüben. Ich baue es hier hin. So, ich wollte mal ganz kurz in meinem Haus und da mal dieses Lebensmittelding hinstellen. Das war, glaube ich, hier den Weg runter. Zur Not haben wir immer noch eine Abkürzung. So, das wollte ich hier in die Ecke stellen. Dann habe ich direkt so zwei Lagerplätze für Essen. Direkt in der Basis. Das klingt auch ganz praktisch. So,
Also wir müssen ein Kebono jagen, was Eisensand verstreut. Das heißt, wir können uns darauf einstellen, dass es uns richtig hart auf die Fresse geben wird. Weil es wahrscheinlich mit einer Eisenkeule mir ins Gesicht schlagen wird. Wir stehen vor einer schrecklichen... Ich habe von dem schrecklichen Bären gehört, der Minato zerspalten könnte. Die Weisen wählen den langen Weg, um Gefahren zu vermeiden. Aber Prinzessin Toga bat persönlich um meine Hilfe. Okay. Daher stelle ich so viel Schießpulver zur Verfügung, wie ich kann. Wie nützlich es jedoch sein wird, vermag ich nicht zu sagen. Es gibt ein altes Sprichwort. Ohne Waffen bleiben uns stets unsere Hände. Erinnert euch daran. Seid tapfer, was auch immer geschehen mag. Mein Schießpulver reicht aus, um... So, du hast einen Auftrag für mich. Lieber Jäger, habt ihr schon von dem Unglück gehört? Von der Leiche am blütengesäumten Weg? Nein. Sie haben den Armen identifiziert. Ein netter, junger Bauer. Es ist eine Schande. Es war ein Kunde von mir, der auf dem Weg nach Minato die Ernteschlucht durchquerte und auf die Tragödie stieß. Und nun ist er ein Verdächtiger. Ich bin überzeugt, dass es Kemono waren. Doch nicht alle scheinen meiner Meinung zu sein. Weil es Unfug ist. Danske wurde nicht von Kemono getötet. Willkommen zurück. Ist meine Fassung denn so unglaubwürdig? Es ergibt keinen Sinn. Danske ist einer der schnellsten Läufer der Stadt. Kein Kemono könnte ihn erwischen. Außerdem weiß ich, dass er am Tag vor seinem Verschwinden mit jemandem aus eurem Laden Streit hatte. Wenn ihr mich fragt, habt ihr ihn umgebracht und wollt es jetzt auf die Kemono schieben. Gibt es dafür denn einen Beweis? Aber Kogyoku kommt nicht aus Minato. Ihr und der scharlachroten Schatzkammer kann man nicht trauen. Seht ihr, welchen garstigen Anfeindungen ich ausgesetzt bin? Könntet ihr der Sache bitte nachgehen? Wir benötigen das Auge eines Jägers, um zu sehen, ob es wirklich das Werk von Kemono war. So fordern es zumindest die wenigen Skeptiker. Das ist doch Zeitverschwendung. Aber tut euch keinen Zwang an. Wahrscheinlich war es ein Kemono. Ich überlasse diese Angelegenheit euren starken Händen. So, sonst noch wer einen Auftrag für mich hat? Scheinbar ja. Also laut Auftrag hat hier noch einer einen Auftrag für mich, auch wahrscheinlich über mir. Wo komme ich nach oben? Wusstet ihr, dass die Leute früher nicht sicher waren? Es war wahrscheinlich komplett sinnfrei. Immer wieder diese FPS-Einbrüche. Da liegt was. Minato geht so langsam den Bach runter. Niemand weiß, was, wie man die Karakuri wieder in Gang bringen kann. Ja, wir könnten zwar noch immer unsere Häuser und unser Harbo gut reparieren, aber es fehlt uns eindeutig an den entscheidenden Dingen, die das Leben überhaupt erst lebenswert machen. Einige Mitglieder der Handwerkszunft haben sogar damit begonnen, das Seenrad auseinanderzunehmen, nachdem es sich nicht mehr drehte. Und doch haben sie nicht herausgefunden, was damit nicht stimmt. Ich lese mal, warte mal, ich habe die ein oder andere in dieser Nachrichten bisher noch nicht gelesen. Deswegen würde ich mal eben kurz, ich suche gerade,
Dokumente wahrscheinlich. Dass ich die mal eben kurz alle einmal vorlese. Das Märchen der Fushi-Blumen. Vor langer Zeit lebte in Dorf Fushi ein Jäger, der für seinen Wagemut und seine Tapferkeit bekannt war. Doch er fand ein tragisches Ende in den tosenden Flammen eines sterbenden Kemono, die ihn und sein Zuhause gänzlich verschlang. Seither, obwohl niemand weiß, wer damit angefangen hat, pflanzen die Menschen an diesem verwüsteten Ort Raps an, der im Frühjahr erblüht. Das Märchen der ewigen Kirschblüte. Das sind halt schon interessante Geschichten, ne? Ein großer Ishido-Fürst verfügte einst, dass eine wunderschöne Terrasse erbaut werden sollte, um die tanzenden Blüten der großen Kirschblüte zu bestaunen. Die Bewohner des Dorfes begannen sofort mit dem Bau, doch aus einem Grund, den nur die Geister kannten, weigerte sich der majestätische Baum, seine prächtigen Blüten loszulassen, bis der Frühling vergangen und der Sommer gekommen war. Wir haben noch drei. Jagdtagebuch. Die blühenden Pflanzen ringsum erinnern an ein verwunschenes Land, ein Fegefeuer und zugleich Paradies, denn alles, was der Mensch erschafft, wird irgendwann unter den Wurzeln und Blüten begraben. Und die Horden wilder Kemono machen selbst mit unseren geschicktesten Jägern kurzen Prozess. Uralte Aufzeichnung. Amatsu Iwatono. Das ruhmreiche Werk der Jäger auf der Insel Naganaki. Es fängt das Ki, das aus den Tiefen des Ozeans aussteigt. Nimmt es in sich auf und schickt es weiter. Amatsu Iwatono, das ferne Fundament unserer Heimat. Mögen wir es in unseren Herzen bewahren. Und zu guter Letzt die Beobachtung auf der Geisterspitze. Vierter Tag des fünften Monats. Jingoro von der Fischerzunft behauptet, dass der Berg auf der Seeninsel voll spuckt. Fünfter Tag. Wir sind losgezogen, um die Insel zu untersuchen. Wie die Jäger berichten, gibt es hier mehr Kemono, als man normalerweise erwarten würde. Doch ansonsten hat sich anscheinend nichts verändert. Okay, und du da vorne willst ja noch was von mir. Seid ihr der Jäger, der auf der Seeninsel war? Der dafür gesorgt hat, dass sich das Seelenrad dreht? Oh, ja, und gerade fehlen irgendwie wieder FPS. Vielen Dank! Opa sagte, dass es sich damals gedreht hat, bevor ich geboren war. Und dass es wirklich für Aufregung gesorgt hatte, als es plötzlich stillstand. Er erzählt mir jede Menge Geschichten, wisst ihr? Oh, zum Beispiel die über eine riesige Schildkröte auf der Seeleninsel, die Korallen auf dem Rücken hat. Opa hat mir erzählt, dass er damals, in seiner Zeit als Händler, gesehen hat, dass ein Stück ihres Panzers zum Verkauf angeboten wurde. Okay. Glaubt ihr, dass es auf der Insel wirklich ein solches Kemono gibt? Würdet ihr das für mich einmal überprüfen? Klar, lässt sich einrichten. Ich muss ja nur diese Panzerdinger einsammeln, ne? Also lässt sich das halt wirklich easy einrichten. Ich würde aber tatsächlich erstmal die Nebenviecher alle jagen. Die wir halt bisher noch nicht gesehen haben, bevor wir hier irgendwie mit der Hauptquest weitermachen. Also wir müssen ja so ein Riesenvieh jetzt erschlagen. Ich würde mal sagen, wir machen zuerst den Donnermarder und danach die Federkralle. Das da müssen wir uns auch angucken. So, dann gönnen wir dich uns mal. Wenn ich an den Eisenstrand gehe, kann ich auch instant sofort diese Schildkröte mitnehmen. Vielen Dank. Kann ich noch eins von dir aufstellen? Nee, aber ich stelle hier auch mal so einen Nahrungsschrank hin. So, sind hier Schildkröten? Da vorne sehe ich eine. So, muss ich dich dafür töten oder reicht streicheln? Eigentlich will ich dich leben lassen. Panzerkoralle. Und das Ding da vorne kann ich auch direkt aktivieren, wenn ich schon hier stehe. Das könnte nützlich sein. Praktisch.
Ach, da auf das Schiff wollte ich eh mal drauf gehen. Weil da vermute ich safe so ein Tsukumo. So, wie war das noch? Genau. Ich habe dieselben FPS-Drops wie ihr. Sehe ich irgendwas Großes hier rumfleuschen? Ja, dieses komische Backenhörnchen. Ich kann durch das Schiff durchgucken. Komm, hier ist doch bestimmt irgendwas. Eine neue Nachricht. Logbuch eines Truppführers. Teil 2. Wir sind im Untergang geweiht. Das Schloss ist gefallen. Unser Taisho wurde getötet. Und man hat uns auf diese unheimliche Insel verjagt. Hier wimmelt es nur so von Kemono. Noch heute Morgen wurde einer von uns von einem dieser geflügelten Biester verschleppt. Unser Schicksal ist besiegelt. Wisst ihr, bei sowas bin ich immer froh, bei YouTube-Projekten, wenn ich mich so verspreche, dann kann ich das rausschneiden. Ey, du kannst mir nichts erzählen. Hier ist doch safe irgendwo eins dieser Tsukumo-Viecher. Wollte schon sagen. So, bist du das Vieh, was ich suche? Du da unten? Wieso kann ich diese Wand nicht greifen? Training, 26 Jahre. Zu doof, dich an der Wand festzuhalten. Ach warte, ich habe die Quest, glaube ich, noch gar nicht angenommen. Kann das sein? Ich will trotzdem wissen, was du bist. Wo fleuchst du gerade rum? Warst du gerade noch hier? Du, ich will nur wissen, was du bist. Danach ziehe ich mich auch sofort wieder, okay? Du bist, glaube ich, sogar das Vieh, was ich jagen muss. So, jetzt habe ich schon eine Anzeige bekommen, was du bist. Ach, du bist mein Donnermarder. Du siehst mehr wie ein Backenhörnchen aus. Ich wiederhole, ich habe dieselben FPS-Drops, die ihr gerade habt. Und ich habe nichts an den Einstellungen verändert. Ich würde mal sagen, ich hack dir erstmal das Ding da hinten ab. Aua! Ach, ausgeben hatte ich übrigens einmal so ein Tutorial zu diesem blauen leuchtenden Stellen, ne? Das sind so Schwachstellenpunkte. Irgendwie kann man so einen Jagdarm aktivieren. Dann kann man da offenbar irgendwas mitmachen. Kann man da richtig viel rausziehen. Aber ich habe keine Ahnung, wie man das wirklich macht. Aber ich glaube, du bist sogar unsere Hauptquest. Aua. Sobald das Vieh aus dem Raum ist, gucke ich, ob ich irgendwas einen kurz runterstellen kann. Ich habe jetzt einfach nur random irgendwas in mich reingestoppt. Hauptsache, der hat was im Magen. Ich will halt nicht in die Einstellung gehen, während hier ein dickes, fettes Vieh steht, was mich umbringen will. Das versteht ihr, Leute, ne?
Aua. Ja, du bist safe, unsere Quest. Du kämpfst doch eindeutig mit Eisensand. Aber wieso hast du dann den Namen Donnermarder? Oh, so viele Kugeln. Aua. So, jetzt wird reingehauen. Ich glaube, es ist wütend. Es plustert sich zumindest auf. Wieso heißt du Donnermarder? Das war doch eindeutig Eis, oder nicht? Aua. Du siehst aber mega cool aus. Standbild. Es kann losgehen. Komm her. Das mache ich dir erstmal kaputt. Ich wiederhole, ich habe nichts an den Einstellungen verändert. Und ihr wisst, dass es letztes Mal einwandfrei lief. Mit Wild Hearts ist es beim Streamen wirklich sehr, sehr merkwürdig. Bei den einen Armen funktioniert es, den anderen funktioniert es wiederum nicht. Ausgehen habe ich die Probleme wirklich so gut wie gar nicht. Komm jetzt auf deinem Bauch rum. Oh, das will ich auch können. Aua. Also, dass dein Bauch wie eine Bongo funktioniert. So, dir hacke ich das Ding ab. Aua. Wenigstens bist du angenehm zu bekämpfen, im Gegensatz zu den Affen vom letzten Mal. Och nö, warum jetzt? Danke, dass du den Angriff auf dich gezogen hast, mein kleiner Freund. Ich muss mal warten, wenn er diese Rolle macht. Der hat sich gerade irgendwie selber wehgetan. Aua. Die FPS-Drops, die machen mich fertig. Kannst du bitte einmal kurz fliehen? Tust mir den Gefallen? Danke, danke, dass du auf mich hörst. So, jetzt kann ich einmal in die Einstellung gehen. Du bist wahrscheinlich dieser andere, den wir gleich noch jagen wollten. Ich will nur das Heilwasser hier neben dir. Ich will keinen Streit mit dir an sich. Also diesen Kampf müssen wir jetzt leider mit den FPS-Drops safe leben. Da ist nichts, was ich runterschalten könnte. Weil das würde das Spiel nur negativ beeinflussen, wenn ich die Teile da rausmache. Ich weiß halt nicht, was heute mit OBS nicht stimmt. Beziehungsweise was mit Wild Hearts nicht stimmt. OBS scheint ja zu funktionieren. Ohne Probleme.
Es wird unglaublich nützen, wenn ich hier das Ding da abhacke. Ich wüsste jetzt nicht, welches der Items ich nutzen müsste, um das abzublocken. Können wir mal eine Wand versuchen? Der haut zumindest nicht durch. Boah, der Sprungangriff mit dem Karakuri sieht richtig krass aus. Der Hammer eventuell. Das nächste Mal, wenn er hier meinen Bongo zu spielen, mache ich mal den Hammer. Hä? Was habe ich da jetzt gebaut? Elementarlaterne, ich kann da Heilwasser schöpfen? Was? Oder was habe ich da gebastelt? Was macht die Heillaterne? Die Elementarlaterne. Okay. Es schwächt elementare Angriffe. Ja, das hätte ich eher gebrauchen können letztes Mal als diesen dummen Nebel, der mir gefühlt nie was gebracht hat. Mehren, ich habe da immer mehr Schaden kassiert. Ich habe das falsche etwas genutzt. Na gut, den Hieb hätte ich verdient. Aber Leute, ich kann jetzt Elementarlaternen machen. Mein Fehler gerade eben übrigens. Ich habe statt dem Hammer, also das, was ich dafür brauche, stattdessen aus Versehen die Feuerfackeln aufgestellt. Halt das komplett falsche Objekt. Nö. Ah, nicht schnell genug. Ach, jetzt habe ich das Ding schon halb aufgestellt. Ah, okay. Das ist doch nützlich, diese Heillaterne. Also die Elementarlaterne. Vor allen Dingen, weil die offenbar nicht kaputt gehen kann. So, hau drauf. Es haut natürlich in die falsche Richtung. Obwohl ich es in seine Richtung hergebaut habe. Das ist doch nicht zu fassen. So, es macht Ungobongo. Aber ich stand zu nah dran für Ungobongo. Aber wo bist du, Donner? Ach so, eventuell Donner, weil wegen Bongo, dass manche so Trommeldinger als Special Effekt nutzen für Donner-Sounds. Oder auch so Wellblecher. Ich werde jetzt sterben. Scheiß auf den Schaden. Jetzt geh kaputt, du dummes Ding.
Soll ich mal einmal hier. So, Hammer. Vom Timing her müsste es passen. Ja, das hat ihn aufgehalten. Und ab das Ding. Ja, Bollo, das ist jetzt meins. Donnermarder Schweif. Da habe ich ordentlich was abgetrennt. Es humpelt schon. Aber cool, mit jedem neuen Vieh, was ich jage, kriege ich was Neues zum Herstellen. Und bin dann jedes Mal noch mehr verwirrt als vorher. Hier, keine Probleme. Oh, hi. Schön, dich kennenzulernen. So, jetzt gebe ich dir auf die Nase. Wenn ich den Angriff vorher erkennen könnte, ne? Wenigstens Ungebongo kann man vorher erkennen. Nimm das. Danke, die Fäden, die brauche ich auch. Hey, guck mal, ich habe ihn den Schweif abgehakt und der ist jetzt wieder da. Ah, jetzt gerade geht's wieder. Das schaffe ich nicht mehr. Lebe ich noch? Ich lebe mit einem Fitze. So, wie war das? Kiste? Windradkiste, ne? Darf ich das Ding bitte bauen? So, jetzt habe ich hier so eine Elementarlaterne, die Elementarschaden verringert. Ich glaube, ich habe ihm die Maske runtergerissen. Warte, bevor ich dich töte. Verzeih. Und tschüss. Das ist einfach ein dicker, fetter Waschbär. Das ist kein Marder, das ist ein Waschbär. Werferkarakuri habe ich jetzt bekommen. Was ist denn ein Werferkarakuri? Ja, das war der Sandverteiler. Ich will ins Lager zurück, aber eigentlich will ich gerade eher in die Kiste gucken. Ich kann jetzt auch mal meine Zukunft verbessern. So. Die Angriffsform, die Verteidigungsform, Unterstützungsform oder Fädenform. Ich würde sagen, die Fädenform. Kriege ich mir Fäden. Aber hier kriegt er halt auch eine Fähigkeit. Das ist in Heilung Verstärkung. Okay, das will ich viel lieber haben. Wenn der mich ab und zu heilt. Ich würde gerne einmal jetzt gucken. Was ist der Werfer-Karakui? Der muss doch hier irgendwo in der Liste sein. Was bringt das Ding überhaupt eigentlich? Ich kann es herstellen. Das wäre eine gute Option. Das wäre auch ganz gut. Werfer, Drachen-Karakuri. Schleudere Basis-Karakuri ins Kampfgetümmel. Was auch immer auf diesem Gerät platziert wird, wird bei der Jagd in Richtung der Beute katapultiert. Du kannst dich auf diese Weise auch selbst katapultieren. Oh, das klingt ganz lustig. Einmachkug. Okay, was zum Kochen?
Das habe ich gerade freigeschaltet. Das ist wahrscheinlich nur Deko. Heilung, Heiler Nebel verlängern. Hier gibt es halt so viel, was man freischalten kann. Ich überlege gerade, was ich erstmal verbessere. Das hier wäre halt auch eine gute Option. Mehr Kochbares, was wahrscheinlich wesentlich bessere Effekte hat. Ich nehme erstmal mehr Heilwasser. Beim nächsten hole ich mir das hier. Was war auf der anderen Seite da ganz links? Ach, nochmal mehr Heilwasser. Ja, das hole ich mir dann wahrscheinlich offscreen irgendwie. Werde ich erst das hier holen und dann das hier. Die Kisten zu verstärken ist generell meine beste Idee als alles andere. So, wo habe ich das Ding jetzt? Muss ich wahrscheinlich ausrüsten, ne? Ich will das Werferding mal ausprobieren. Klingt zumindest praktischer als die dumme Fackel. Die Basis-Karakuri kann ich hier verändern. Es scheint aber ein Drachen-Karakuri zu sein. Ja, besser als der Schild. Ganz ehrlich. So, warte mal, wir gehen mal auf die freie Fläche da unten. Ich will jetzt kurz vorher noch einmal den diesen Werfer ausprobieren, bevor ich zum Klo einmal kurz für 15 Minuten renne. Und natürlich gucken wir uns auch noch eben kurz die Rüstung dann noch an. Ich baue es hier. Boah, das sieht wie ein richtiges Katapult aus. Okay, das schleudert einen gut weg. Das Ding stelle ich eventuell nochmal in die andere Richtung auf. Dann kann ich eventuell auch mal testen, hier ohne mich umzubringen. So, in die Richtung. Am besten auch das Trainingsding. Okay, wie stelle ich da was drauf? Zum Feuern. Klatsche ich da einfach eine zweite Schleuder drauf oder wie nutze ich das? Ja. Ernst gemeinte Frage, wie nutze ich das? Nein, ich will mich nicht selber feuern. Irgendwas konnte ich da drücken. Vielleicht muss ich hier wieder was machen. Ja, guck mal, hier. Das öffnet sich, wenn ich da was machen will. Ja. Es hieß, es kann Sachen wegschleudern. Aber wie? Mach mal eben kurz das Ding hier weg. Irgendwie muss man das doch abfeuern können. Na, ich kann da so 10 Dinger reinsetzen. Dann leuchtet das. Ich kann ja mal ein leeres daneben setzen, dann kann man ja mal vergleichen. Sollte so ungefähr auf gleicher Weite stehen. Vielleicht schleudert es mich tatsächlich weiter. Okay. Hier so ungefähr knapp am Ende des Flusses lande ich bei dem ohne. Um Gottes Willen. FPS-Einbruch. Und bei dir?
wesentlich kürzer. Ich habe beiden nicht nach vorne gedrückt oder irgendwas in der Art. Ja. Möchtest du irgendwas von mir spielen? Ja. Soll ich da eventuell eine Kiste drauf platzieren? Jetzt ein Lagerfeuer zum Schleudern haben. Das Teil kann doch nicht ernsthaft nur dafür da sein, mich nach vorne zu böllern. Und vor allen Dingen da Sachen reinschmeißen, damit man weniger weit fliegt. Weg damit. Was soll ich damit? Ja, Leute, das war's mit dem heutigen Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.